Ihr spielt mit dem Gedanken, euer Haus zu vergrößern, vielleicht aufgrund von Nachwuchs, einem gewünschten Hobbyraum, einem Homeoffice oder einfach mehr Lebensqualität? Dann bleibt dran und erfahrt, welche unglaublichen Vorteile der Holzbau bietet, um mehr Wohnraum für euch und eure Lieben zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Fields Wood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Bauen mit Holz. Vor allem in Städten und Vororten von Metropolen wird Wohnraum für Neubauten immer knapper und teurer. Kein Wunder, dass sich der ein oder andere Gedanken macht, welche Optionen er bei der Erweiterung seines Bestandshauses hat. Sei es in die Höhe durch eine Aufstockung oder in die Breite mit einem Anbau. Bevor ihr in die konkrete Planung einsteigt, müsst ihr natürlich prüfen, ob ein derartiges Bauprojekt bei euch überhaupt möglich ist. Hier gibt es zum Beispiel Abstände zu Nachbargrundstücken, die eingehalten werden müssen. Zudem wird in die bestehende Bausubstanz sehr stark eingegriffen, deshalb ist eine Baugenehmigung und eine Statik zwingend notwendig. Ich möchte euch hier gerne den natürlichen Werkstoff Holz näher bringen und euch die 8 wichtigsten Vorteile einer Wohnraumerweiterung in Holzbauweise aufzählen. Die Bauzeit. Durch die Vorfertigung der Bauteile im Werk reduziert sich die Bauzeit an eurem Bestandshaus. Denn mal ehrlich, wer lebt schon gerne in einer Baustelle? Die vorgefertigten Wände werden auf der Baustelle zusammengesetzt und der regendichte Rohbau steht dann bereits nach wenigen Tagen. Aufgrund dieser schnellen Modulbauweise und dem Entfall von eventuellen Trocknungszeiten könnt ihr euer neues Heim schneller genießen. Das Gewicht. Gerade bei Aufstockung und von Altbauten ist das Gewicht ein großes Thema. Eine Dachaufstockung in Holzbauweise hat ein viel geringeres Gewicht als eine massiv gemauerte. Wir kennen viele Baufamilien, die den Gedanken einer Aufstockung schon abgeschrieben hatten, bis sie von der Alternative in Holz hörten und dadurch doch noch ihr Traumhaus realisieren konnten. Verbesserte Energiebilanz. Durch die hochwertigen Baustoffe in den Holzrahmenwänden erreicht ihr hervorragende Dämmwerte. Dies erfolgt durch den Einsatz von Holzfaser- oder Zellulose-Dämmung, welche hervorragende Dämmeigenschaften haben. Sie halten im Winter mollig warm und im Sommer richtig schön kühl. Mit einer Aufstockung aus Holz reduziert ihr auch den Energiebedarf des Bestandsgebäudes und könnt dadurch die Energiebilanz eures ganzen Hauses verbessern. Mehr Wohnfläche. Durch die besagten guten Dämmeigenschaften können die Wände dünner als Steinwände ausgeführt werden. Dies führt dazu, dass euch mehr Wohnraum zur Verfügung steht. Dünnere Wände gleich mehr Platz. Ganz logisch. Weniger Stress. Eine Baustelle daheim ist immer ein gewisser Stressfaktor. Wie ich euch bei Punkt 1 schon erklärte, ist mit Holz die Baumaßnahme an sich wesentlich verkürzt. Dazu kommt noch, dass durch die fertigen Bauteile vor Ort viel weniger Staub und Schmutz entsteht, wie es mit Stein oder Beton der Fall wäre. Dies schont alles in allem eure Nerven während der Bauphase. Kosteneinsparung. Aufgrund der kurzen Bauzeit reduzieren sich die Standzeiten und dadurch die Kosten für die Baustelleneinrichtungen wie zum Beispiel Gerüst, Kran oder Baustellentoilette erheblich. Des Weiteren spart ihr durch die guten Dämmeigenschaften zukünftig Heizkosten im Winter. Das Wohnklima. Durch die diffusionsoffene Bauweise der Holzwände entsteht ein ideales Wohn- und Raumklima. Die Raumluft ist weder zu feucht noch zu trocken. Das liegt daran, dass die Holzwände in den Sommermonaten überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen und in den Wintermonaten auf natürlichem Wege wieder abgeben. So habt ihr das ganze Jahr eine optimale Luftfeuchtigkeit. Dies kombiniert mit den tollen Dämmeigenschaften und dem natürlichen Geruch von Holz garantiere ich euch, dass eure neuen Räumlichkeiten zu eurem Lieblingsplatz daheim werden. Die Nachhaltigkeit. Hierzu möchte ich euch ein Zitat aus dem Buch Bauen 4.0 von Hubert Romberg vorlesen. 600 Jahre nach Da Vinci, dem vorbildlichsten Ingenieur Europas, fliegen wir nach Australien, heben dort einen Strand aus, schaufeln ihn auf Schiffe, transportieren den Sand quer über den Globus, laden ihn am anderen Ende der Welt wieder aus und bauen damit ein Gebäude aus Stahlbeton. Das ergibt unzählige Tonnen CO2, die wir uns mit einer einzigen Alternativen hätten sparen können. Holz. Der Baustoff Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und in heimischen Wäldern verfügbar. Durch nachhaltige Forstwirtschaft kann uns Holz zukünftig als dauerhafte Rohstoffquelle dienen. Ein Kubikmeter Holz bindet ca. eine Tonne CO2. Die Transportwege sind durch die heimische Verfügbarkeit geringer. Holz ist sehr schadstoffarm und gut zu recyceln. Dadurch ist Holz ein echter Alleskönner und wird berechtigterweise als Baustoff der Zukunft bezeichnet. So, das waren die
8 Vorteile der Holzbauweise. Weitere Videos zum Thema Holzbau, Holzhäuser und Co. findet ihr auf diesem Kanal, den ihr hier abonnieren könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und sage bis zum nächsten Mal, euer Benjamin Stocksiefen.